Hallo Freunde, ich begrüße euch herzlich zu Episode 9 der Final Season Kerbal Space Program. Und ich habe ja in einer der ersten Folgen gesagt, dass ich etwas mehr auch auf die Kommentare eingehen möchte. Die Kommentare auch in-game, wenn ihr Fragen habt, beantworten, Wünsche. Und der Bartholomäus hat geschrieben unter Episode 2, die ist heute freigeschaltet worden. Servus Saints, ab Timecode 2 Minuten 30 hast du genau die Mission, die bei mir als nicht gelingt. Ab einer gewissen Höhe Tests durchzuführen. Wie ich gehört habe, magst du diese Mission genauso gerne wie ich, aber trotzdem ist das so ein Reiz, die zu absolvieren. Das ist diese Survey-Mission, meint er hiermit. Und da geht's hier, Tag Pressure Readings zum Beispiel. Hier sollen wir jetzt Druckdaten durchführen in einer Höhe über 17.100 Meter in der Nähe der Zone XYZ. So, da hat er weiterhin noch geschrieben, da kümmern wir uns drum, so wie wir wieder ein Forschungs... Obwohl, machen wir das doch so. Würde ich das nämlich in der jetzigen... Würde ich das doch jetzt in der jetzigen Episode machen wollen. Müssen wir aber hier gerade das Ding upgraden. 112.000, aber... Jo, warum nicht? Konnten sie uns gerade noch leisten. So. Also. Da geht es hier rum. Pressure Readings, wir nehmen diese mal für, als Beispiel, was haben wir hier noch? Ho-Report, 18.000 Meter, unter 18.000 Meter, ich glaube, das war sogar genau die Mission. In der Nähe des Areals JH4T, bringt kaum Geld und so weiter. Wir akzeptieren das Ganze mal. Ich kann auch gerade mal hier reingucken. Test Fung-Eye, Telescope Optics, Orbiting Kerbin, Fung-Eye. Ja, warum nicht? Aber wer weiß, was das ist am Ende für ein Riesentrümmer. Aber da wir wieder Geld brauchen und die uns hier 70.000 in Summe zahlen und 7 Forschungspunkte, sei es so. So, Satellite in a Polar Orbit around Kerbin, die bringen uns auch nochmal richtig Asche, aber machen wir bei Zeiten. So, Minmus Moon, das ist ja bekannt. Exploration hat momentan nichts zu bieten. Okay, gut, gehen wir erstmal da rein. Dann würde ich sagen, wir bauen mal etwas, was das erfüllen kann. Und dann gehe ich auch gleich auf deine zweite Frage ein. Du hast nämlich geschrieben, aber noch was anderes. Du hast an der Kapsel 2 von den Forschungsboxen eingebaut, bringen die bei jedem Flug Forschungspunkte. Ich würde erklären, wie bei den Ghostbusters Slimer entdeckt wurde. Das ist dieser Kollege hier. So, du meinst hier die Mystery Goo Container. Da hatte ich die ganze Zeit so zwei Stück dran hängen, wie so zwei Ohren. Zum einen für ein bisschen Symmetrie, da wäre das Gewicht halt. Wobei die wiegen 50 Kilo, aber 50 Kilo bei einer leichten Rakete ist natürlich schon eine Menge. Diese Teile kann man in jedem Biom für jeden Zustand, der irgendwie Forschungspunkte generiert, einmal benutzen. Das heißt also, allein hier im Kerbal Space Center haben wir ja 12 oder 16 Biome. Und ich kann die in jedem Biom einmal betätigen. Also ich habe hier zum Beispiel im Kerbal Space Center, und es hat sich vielleicht auch was geändert, das Launchpad ist ein Biom. Ich glaube, diese Zufahrtsstraße ist auch nochmal ein Biom. Das hier drumrum, das ist als Kerbal Space Center selbst ein Biom. Das VAB ist ein Biom. Die Mission Control, die einzelnen Gebäude sind jeweils Biome. Sogar der Flagpole ist ein eigenes Biom. Und irgendeins der Gebäude hat einen Swimmingpool. Später oder auch jetzt. Auch der ist ein Biom. In jedem dieser Biome kann ich dieses Teil theoretisch und auch praktisch einmal verwenden. Die Landebahn ist natürlich auch nochmal ein Biom. Dann kann ich jedes Biom auch nochmal überfliegen. Bei dem Mystery Goo Container ist es jetzt so, dass der nur Flying at Kerbin, also über den Planeten fliegen. Das Ganze meistens auch noch. Dann gibt es noch Orbiting Kerbin und dann gibt es noch High Orbit Kerbin oder jeder andere Himmelskörper. Das heißt, in jedem Biom, auch das Wasser und so weiter, kann ich das einmal betreiben. Ich kann es einmal beim Fliegen, einmal im Orbit, einmal im hohen Orbit und so weiter. Und es gibt auch zum Beispiel Temperaturmessungen, die kann ich stehend auf dem Biom, ich kann die aber auch fliegend über das Biom nochmal abnehmen, sodass ich hier allein, wenn das jetzt hier wirklich 12 Biome sind, was noch zu bestätigen wäre, ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht,
Dann kann ich Temperaturmessungen, kann ich 24 Temperaturmessungen hier allein im Kerbal Space Center vornehmen. Einmal stehend auf dem Launchpad, fliegend über dem Launchpad und so weiter. Also da kommt dann einiges. Das ist der Grund, warum ich die meistens in mehrfacher Ausfertigung dabei habe, da wir gegebenenfalls in irgendeinem Biom landen und vielleicht einen Zustand erreichen. Ich meine, Orbiting und so weiter haben wir jetzt abgefrühstückt mit dem Mystery Goo, sodass wir da vielleicht nur noch eins benötigen in Zukunft erstmal. So, klappen wir mal die Mission auf. Contracts, da ist es. Focused Observational Survey of Kerbin. So, Crew-Report unter 18.000 Metern. Zum Glück keine weiteren Einschränkungen, also nur ein Crew-Report. So, den wollen wir stattfinden lassen, Basuf. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. So, dann. Wir wollen uns suborbital bewegen. Da ist ein Tank. Müssen mal gucken, wie weit das ist. Aber ich denke, mit einem Tank und der Swivel Engine kommen wir 1182 Meter pro Sekunde weit. Warum übrigens das Duplizieren mittels gedrückter Alt-Taste eine Zeit lang nicht funktioniert hat, ich weiß es nicht. Mal geht's nicht. Total strange. So, das erstmal so die Grundausrüstung, die wir benötigen. Viel mehr brauchen wir schon gar nicht, für diese Mission durchzuführen. Jetzt haben wir hier 2000 Meter pro Sekunde. Das sollte irgendwie dazu führen. So, wir könnten jetzt hingehen, könnten hier Winglets anbringen, die das Ganze einfach ein bisschen stabilisieren im Flug. Aber braucht man nicht. Hoffe ich. Okay, das Ganze nennen wir einfach mal. Hey. Observator MK1. Gut, speichern das Ganze. Wir setzen mal Jeb weiterhin ans Steuer. Ich hoffe, der ist noch gerade drin. Jo. Und hauen das raus. Weiterhin hat der Bartholomäus noch geschrieben. Nachdem ich geschrieben habe, dass ich mich in dieser Episode jetzt um seine Fragen kümmern werde. Hat er geschrieben, Servus, freue mich drauf. Ich habe vor 15 Minuten es mal geschafft, einen Tourist ins All und Heile auf den Boden zu bekommen. Das ist auch, ich weiß, am Anfang habe ich da auch ganz schön, war furchtbar. So, hier sehen wir unsere Mission. Können wir Navigation setzen? Das heißt, wir bekommen jetzt auf dem Navball irgendwo hier so ein Symbol, was uns dort anzeigt, wo wir hin müssen. Ich Idiot hätte jetzt natürlich noch bis zum nächsten Morgen warten müssen. Gut, ich muss gerade mal einen Cut machen, weil die Katzen mich so hart abgenervt haben gerade. Die wollen ja dann auch mitwirken und sie hören meine Stimme und sie wollen dann auch im Spiel sein und hast du nicht gesehen. So, ich habe auf Tag gestellt. Jeb ist hier am Start und da ist unser Ziel. Aktivieren wir die Navigation. Jetzt bekommen wir hier auf dem Navball hier unten, wir sehen das später gleich, kriegen wir jetzt so eine Anzeige, wo das ist. Für ein Flugzeug natürlich ideal, für eine Rakete sind diese Missionen generell. Aber ich habe ja eben mal beim Bauen nachgeguckt, wir haben halt kaum Winglets. Wir hätten jetzt welche einbauen können. Könnten wir theoretisch auch gerade mal machen. Dann können wir so ein bisschen einen Gleitflug stattfinden lassen. Das ist alles andere als effizient und schön, aber. Ich habe jetzt mit Absicht nicht Recover gemacht, also nicht Dings hier, ein Revert to Dings gemacht, dass wir die Tageszeit beibehalten können. So, da sind wir. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das gerade mal ausgetestet und habe deswegen auch hier nochmal was geändert, weil so leicht ist es nicht. Das Problem ist, wir sind viel zu schnell und das Ding fliegt ja wie eine Rakete halt. Ne? Es ist kein Flugzeug und ich sage einfach mal 3, 2, 1 und go. Und dann gucken wir uns einfach mal an, was da so passiert. Also wir müssen so leicht nach Norden fliegen. Wir wollen auch nicht zu hoch und wir wollen halt auch nicht zu flach. Und außerdem wollte ich diese Drogue Shoots schon immer mal ausprobieren. So. Da sehen wir, wie sich langsam unser Orbit entfaltet.
Und trotz, dass wir nach Nordwesten, also mehr nach Norden, aber auch leicht nach Westen fliegen, hat unsere Rakete automatisch so eine... Das ist im Endeffekt durch das Planetenmomentum dann, was dann die Rakete hier für eine Tendenz aufnimmt, nach Osten zu fliegen. Und das meine ich... Oh, das ist noch viel zu schnell. Und man sieht jetzt schon... Na, wir sind so knapp an der Grenze dazu. Und wir müssen auch gucken, dass wir nicht zu hoch kommen. Nur nicht zu hoch und nicht zu flach. Und ich nenne das jetzt einfach mal, das ist so ein bisschen vom Let's Play ausgeklinkt, deswegen habe ich jetzt auch mal reverted. So, hier kommen wir jetzt an. Einigermaßen gut. Und durch die vier Winglets lässt es sich einigermaßen stabil fliegen. Wir sehen jetzt, dass wir hier eine Höhe von 16, naja, knapp 17.000 Metern erreichen. Die steigt noch, obwohl der Antrieb aus ist. Und dann werden wir das Areal betreten. Das Areal ist recht groß, muss man jetzt auch sagen. Wir werden es halt erst kurz vor der Landung betreten, weshalb ich vielleicht noch mal ein bisschen Schub einfach mitgeben will. In der Hoffnung. Naja, jetzt sehen wir hier sehr schön die Effekte. So, Entering Area und schnell Crew Report. Da kommt jetzt schon Collecting Survey Data for Area JH4T. Und wir sind zu schnell. So. Okay, einen haben wir verloren. Der zweite funktioniert aber. Der erste hat uns zum Glück genügend verlangsamt, damit der zweite nicht abgerissen ist. So, den schneiden wir auch ab. Jetzt kommen die Hauptschirme. Und die greifen und haben unsere Rakete jetzt fest im Griff. Und wir kommen in einem weiteren neuen Biom runter. Sodass wir unterm Strich dann trotzdem was davon haben. So, ich lasse Jeb mal EVA gehen, wenn das seine Endgeschwindigkeit erreicht hat. Mach das natürlich, weil ich weiß, dass Jeb immer hier einen Parachute dabei hat. Können dann hier auch hier gleich ein EVA-Report für Flyover Kerbins Highlands einsammeln und wir landen auf unserem Hügelland. Ganz sanft und fallen dann um. Aber auch das tun wir ganz sanft. Hat was. Gut, wir können jetzt gerade mal EVA gehen. Hatches are obstructed. No. Ich weiß, dass jeder Versuch jetzt irgendwas... Oh, oh. Jeder Versuch jetzt irgendwas dagegen zu tun, wird im... Das hat aber auch irgendwie was, ne? Wird, von Murphy quittiert, von Murphy's Law. Okay, dann gehen wir raus. Lassen wir es dabei. Sind froh, dass wir nicht zermatscht wurden. Mehr ist es an sich nicht. Aber wenn wir jetzt mal alles aufsummieren. Eine Entry Purchase für den Drogue-Shoot lasse ich mal außen, weil das einfach laufende Betriebskosten sind. Haben wir netto für die Rakete 600 bis 700 nur bezahlt, weil wir relativ nah am Kerbal Space Center wieder reingekommen sind und haben 12.000 für die Mission bekommen. Wäre die Rakete jetzt ein Total Loss gewesen oder wir hätten Teile abwerfen müssen, Unterstufen oder sowas, die vielleicht auch einige tausend Funds gekostet hätten, wären wir mit dieser Mission 0 auf 0 rausgekommen für ein oder zwei Prestigepunkte. Und daher mag ich diese Mission nicht.
Gut, so viel von mir dazu. Das war Episode 9 Kerbal Space Program Final Season. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß im KSP und macht's gut. Ciao, ciao.